Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal zu einem kleinen Review des Spider-Man Heft Nummer 22. Da habe ich ja noch ein bisschen Rückstand. Hier steht ja schon drauf, der neue Doc Ock enthält die beiden Stories Secret Empire Teil 1 und 2. Wie man auch schon auf dem Cover sehen kann an am Outfit von Dr. Octopus und wie man auch weiß aus den Sachen, die vorher gelaufen sind, handelt es sich hierbei um ein Tie-In zu Secret Empire. Ja, worum geht's? In den Wirren des Secret Empire bekommt es eben Spider-Man speziell hier mit Dr. Octopus zu tun, der sich praktisch seine Firma zurückholen will. Parker Industries ist ja im Grunde die Nachfolgefirma bzw. die Firma, die eigentlich Doc Ock noch gegründet hatte, als er noch im Körper von Spider-Man steckte. Und hier will er sich das Ganze zurückholen, wie man eben sieht. Das sieht man ja einfach schon am Cover. Das ist ja kein großer Spoiler. Steht Doc Ock auch in Diensten von Hydra. Wobei ich hier das Gefühl habe, dass er doch mehr seine eigenen Ziele verfolgt und nicht unbedingt mit der Ideologie von Hydra jetzt viel anfangen kann. Hier sieht man ihn nochmal. Ich persönlich finde das Outfit sehr gut. Doc Ock hat ja mittlerweile auch seinen Klonkörper von Peter Parker sich zu eigen gemacht. Das ist ja lange vorbereitet worden. Was mir eben auch an der Geschichte besonders gut gefällt, ist einfach, dass ich diese ganzen Entwicklungen, die hier stattfinden, beziehungsweise die Entwicklungen dahin, über die letzten, ich sag mal, 10 Jahre mitverfolgt habe. Also ich habe alles erlebt, wie Doc Ock, wie es seinem Körper immer schlechter ging, wie er dann im Sterben lag, wie er in Spider-Mans Körper, wie er praktisch Spider-Mans Körper übernommen hat, wie er diesen wieder verloren hat, wie er seinen Geist in diesen Computer, in diesen Art Roboter da retten konnte und so weiter. Und das ist natürlich immer ganz schön für mich, wenn ich als Langzeitleser so Sachen einfach über Jahre verfolge und alles, was hier passiert, eben irgendwo die Voraussetzung dafür ja, miterlebt habe. Ne? Und ja, was ist wichtig hier zu wissen, falls ihr es noch nicht gelesen habt und vielleicht Secret Empire auch nicht gelesen habt, aber Interesse an dieser Spider-Man-Serie habt, würde ich sagen, ihr könnt hier schon zugreifen. Dieses Tie-In funktioniert tatsächlich auch alleine. Das ist ja immer meiner Meinung nach ganz wichtig, dass diese Tie-Ins einerseits dem Hauptevent noch ein bisschen was mehr geben, also für die Eventleser, andererseits eben auch für sich funktionieren. Das passiert hier, klar, gibt es Szenen, wo man dann schon wissen will, was ist im Hauptevent passiert. Aber es sind nicht solche Szenen, dass du das hier nicht verstehst. Also ich finde, die Geschichte funktioniert auch abseits von diesem Secret Empire-Ding. Klar ist es von Vorteil, wenn man weiß, was da passiert ist, was da so ein bisschen abgeht. Aber eigentlich wird auch alles Wichtige hier erklärt. Die beiden Auftaktsteile, ich weiß gar nicht, ob es ein Vierteiler oder Fünfteiler ist. Ich habe das Heft danach noch nicht gelesen. Funktionieren auch so. Ja, es gibt ein paar Ausschnitte, ein paar Bezugspunkte zum Hauptevent natürlich, aber auch wie gesagt, auch das kann man so ganz gut lesen. Es tauchen eigentlich nicht so Fragen auf, dass man hier nichts versteht. Allerdings bin ich auch ein erfahrener Comicleser, deswegen mag es sein, dass es für Anfänger ein bisschen schwierig sein könnte, aber ich finde, dass das schon funktioniert. Was ich auch ganz interessant finde, ist die Entwicklung zwischen Mockingbird und Peter Parker. Das hatte sich auch so ein bisschen angedeutet, dass da vielleicht ein bisschen was passiert. Das geht hier so ein bisschen weiter. Und ja, da bin ich auch mal sehr gespannt. Ansonsten ist actionreich der Cliffhanger am Ende, den ich jetzt natürlich nicht verrate. Falls ihr es noch lesen wollt,
zeigt auch so ein bisschen, inwieweit Doc Ock und Peter Parker in den letzten Jahren praktisch eng aneinander gerückt sind, eng verbunden sind, inwieweit doch Doc Octopus alles das beeinflusst, was Peter so macht. Ja, hat mir gut gefallen. Also das Heft ist wirklich gut. Viele kritisieren ja den Slot, aber ich finde, er macht nach wie vor eine ganz gute Arbeit. Ich war vom Gesamtrun her, also auf dem Gesamtrun bezogen, nicht immer mit allem so begeistert, was er gemacht hat, aber insgesamt finde ich Dan Slott nicht schlecht als Autor. Das Ganze zeichnet Stuart Immonen, den ich ja vor allem auch noch neben, dass ich ihn früher auch von Superman-Heften aus den 90ern kannte, eben vor allem an Spider-Man auch aus dem ultimativen Universum her kenne. Da hatte ja Mark Bagley damals gefolgt. Bagley mag ich viel lieber, aber Immonen macht hier auch eine ganz gute Arbeit. Die Action-Szenen stimmen. Was ich bei ihm teilweise immer so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen schlecht, aber ich sag mal so, die normalen Szenen mit den normalen Gesichtern, mit den normalen Menschen in Anführungsstrichen, gefallen mir nicht so gut wie seine Action-Szenen, ne? Aber das ist reine Geschmackssache. Ist ein guter Comic. Bin gespannt, wie es weitergeht. Werde jetzt mehr auch Einzelhefte reviewen, um einfach mal weiter hier zu kommen. Und natürlich wird es auch mal wieder Gesamtarcs geben und so weiter. Aber ich versuche mit diesen kürzeren Reviews auch mal hier einfach so Einzelhefte eine Einschätzung zu geben. Also wie gesagt, hat mich gut unterhalten. Kann man auch abseits von Secret Empire lesen. Cliffhanger ist gut. Ist aber auch nicht außergewöhnlich, also es ist praktisch so ein typischer Cliffhanger, bin trotzdem gespannt, wie es weitergeht. Gutes Heft. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich. Wie gesagt, in den nächsten Tagen und Wochen sollen noch mehr solche Einzelheft-Reviews kommen. Und da könnt ihr mir auch mal reinschreiben, was ihr davon haltet insgesamt, was ihr von dem Heft gehalten habt, was ihr insgesamt von Dan Slott an Spider-Man haltet. Ja, und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video sehen werdet. Bis dann. Ciao.